In Brüssel im Bazar sind Werke von David Hockney zu sehen, die Ankunft des Frühlings. Gemälde, die er auf seinem iPad in der Normandie gemalt hat. Die sprießende Natur, so der 84-jährige David Hockney, ist für ihn ein ewiges Zeichen der Hoffnung. Noch bis zum 23. Januar im Bazar in Brüssel. In Rom sind einzigartige Fotografien aus dem Amazonasgebiet zu sehen. Der brasilianische Künstler Sebastião Salgado lebte 6 Jahre bei indigenen Völkern im Urwald und in Rom werden mehr als 200 seiner Fotografien gezeigt. Bis zum 13. Februar im Maxi Roma, dem Museum für zeitgenössische Kunst. Die berühmte Sommerausstellung der Royal Academy of Arts geht noch bis zum 2. Januar. Sie findet seit 1769 statt und vereint Kunstwerke in all ihren Formen, von großen Namen bis hin zu Unbekannten. Der britisch-nigerianische Künstler Yinka Shonibare hat als Kurator die Ausstellung in einen Lobgesang auf die Vielfalt verwandelt, unter dem Motto Reclaiming Magic.